Leute, bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht und der Roadmap für die ersten 365 Tage, gibt es am Ende, bevor ich das vergesse euch zu sagen, manche schalten schon ein bisschen früher weg, am Ende des Videos gibt es nochmal einen Roadmap-Trailer. Der zeigt auch nochmal, was es uns in der Preseason alles erwartet. Alles, was ich euch quasi im letzten Video schon gesagt habe, wird ja nochmal zusammengefasst. Und was wir alles erwarten können in den ersten 365 Tagen. Wir sehen auch ein bisschen Gameplay für die erste neue Fraktion in der ersten Season wahrscheinlich. Und jetzt möchte ich euch aber direkt mal zeigen, was es alles in den nächsten 365 Tagen zu sehen gibt, beziehungsweise in den nächsten 4 Seasons. Und natürlich noch Eigenwerbung, abonniert gerne den Kanal für mehr X-Defined Content, Apex Legends Content, GTA 6 Content. Und wir starten jetzt aber mal direkt mit der Roadmap. Eine Season geht, wie in anderen Spielen oft auch, wie zum Beispiel natürlich Apex Legends, 3 Monate. Wir haben 90 Level, die wir freischalten können. Und in der ersten Season bekommen wir direkt eine neue Fraktion. Natürlich, wir bekommen in jeder Season eine neue Fraktion. Wir bekommen in jeder Season 3 neue Waffen, 3 neue Maps und wie gesagt, 90 Battle Pass Stufen. Und wir bekommen in der ersten Season direkt neue Arenen, neue Progression Modes, also neue Herausforderungsmodi oder Fortschrittsmodi. Was genau da gemeint ist, kann ich euch aktuell nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur sowas wie Team Deathmatch und Co. sein wird. Einfach neue Modi, die es zu grinden gibt, wo wir unsere Charaktere und unsere Waffen leveln können. Competitive. Wir bekommen in der ersten Season den Ranked Mode, wir bekommen Private Matches und wir bekommen Caster Camps. Was das ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe auf der offiziellen Ubisoft-Seite nichts darüber gefunden, was genau das bedeutet. Und auch in diesem Roadmap-Trailer wird Caster Camps nicht erwähnt. Deswegen kann ich es euch leider nicht beantworten. Dann haben wir Player Protection. Ongoing work to keep the competitive fair. Natürlich wird es weiterhin Updates geben. Ubisoft wird darüber schauen, dass alles gebalanced ist und alles toll ist. Das heißt, wir bekommen regelmäßige Patches, wie das in solchen Spielen normalerweise auch der Fall sein soll. Und auch in dem Trailer wird gesagt, wir hören auf die Community, wir gehen auf die ganze Playerbase ein und versuchen, möglichst alles irgendwie auf die Kette zu bekommen. Und für ein Komfort-Feature gibt es auch, Welcome List for Beginners, also für Anfänger gibt es eine Willkommensliste und eine Practice Zone, quasi ein Trainingsgelände, wo wir uns ausgiebig austoben können. Das gab es, glaube ich, in der Beta-Variante auch schon, ein kleines Trainingsgelände. Leute, das ist das, was wir in den ersten 4 Seasons erwarten können. Was natürlich die einzelnen Fraktionen, die dann noch kommen können, kann ich euch aktuell natürlich noch nicht sagen, dafür ist es zu früh, aber in dem Trailer sieht man, glaube ich, schon mal die erste Fraktion, die so rot leuchtet. Achtet mal ganz genau drauf. Aber wenn es dort Informationen gibt, wenn die ersten Fraktionen geleakt werden, die nächsten Waffen und so weiter, erinnert euch an mich. Bei mir findet ihr das auf meinem Kanal. Ich werde euch dort auf dem Laufenden halten. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und ich freue mich schon auf den Release von X-Defined und auch hier sage ich euch natürlich Bescheid, wenn es den offiziellen Zeitpunkt gibt. Aber geht mal von den ersten 2 Wochen im September aus. Da bin ich eigentlich relativ felsenfest überzeugt von, auch wenn das keine Garantie ist. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch was. Vergesst nicht zu abonnieren, einen Daumen da lassen, einen Kommentar und so weiter. Also haut rein, bis die Tage. Ciao. Peggy 16. While X-Defiant is free to play, it comes with a strong lineup of content starting from day one. At launch, you can fight as one of 4 factions, along with the earnable hacktivist group, DedSec. With 14 different maps, 24 unique weapons, and 44 customizable attachments to unlock, you'll have a wealth of content to dive into at the game's release. Every 3 months, we'll bring a new season that includes a brand new faction with new characters, new maps, new weapons, a new battle pass, new cosmetics, and events. Listening to our community and always being transparent will remain our priority. Plus, ongoing live support will deliver new seasonal events and balance updates.
X-Defiant is committed to supporting its players season over season with a wide variety of fresh and fun content that raises competition to the next level.